Denise Bertschi, die diesjährige Manor-Kunstpreisträgerin, beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit historischen Begebenheiten und ihren Auswirkungen aufs Heute. Vor allem untersucht sie die Beziehungen der Schweiz zur restlichen Welt und setzt sich dabei mit Themen wie Neutralität, Nationendenken oder auch Kolonialgeschichte auseinander. Es sind dies häufig Themen, die in der offiziellen Geschichtsschreibung und Politik mehr oder weniger absichtlich wenig Aufmerksamkeit erhalten. Für ihre Arbeiten recherchiert Denise Bertschi lange und ausführlich, sie geht in Archive und Bibliotheken, fotografiert und filmt. Dieses gesammelte Material übersetzt sie dann in bildnerische Werke, wie wir sie hier eben in der Ausstellung zu sehen bekommen. Ich denke, in meiner Arbeit geht es häufig um Verschwiegenes oder etwas, das man ja nicht vielleicht sich auch erinnern möchte. Und es wurde so eine Technik über die letzten Jahre von meiner Arbeit, eigentlich mit der Manifestation, den ganzen Materialitäten von Gebäuden und auch deren Geschichte zu arbeiten, auch zu fragen, was ist die Geschichte, wer hat dieses Haus gebaut, mit welchem Geld wurde dieses Haus gebaut, was sind die Flows von Macht auch, die hinter einem Gebäude stehen. Und ganz simpel auch eben, wir sehen hier diese dorischen Säulen, doch ein bisschen überdimensional eigentlich für diese Villa. Was bedeutet das? Das waren so für ein paar Jahre war die Schweizerische Nationalbank hier und nachher das Militär. Es gibt auch einen Lift, wo früher das Gold und das Geld hin und her transportiert wurde von diesem Untergrund an die Oberfläche. In meinen künstlerischen Recherchen versuche ich, ein Archiv immer in einem großen Sinne zu verstehen. Alles kann Archiv sein, ein Träger von Erinnerung. So auch natürlich Gebäude, welche ich hier in Aarau untersucht habe und mich versucht habe zu fragen, was steckt denn dahinter? Wenn wir ein Gebäude anschauen oder ein Foto oder ein Objekt, wenn wir vielleicht andere Fragen stellen, aber auch vergessen oder verlernen, was wir schon lernen, dann können wir das neu sehen oder neu positionieren. Mit den Analogfotografien zeige ich zum Teil ganz unspektakulär scheinende Orte in Aarau. Das Säulenhaus, den Freikanal an der Aare oder das Naturama. Die Räume, Architekturen und Landschaften und die ihnen eingeschriebenen Geschichten sind Dreh- und Angelpunkte von meinen Recherchen. Die Villa Olinda mit ihrem immensen Park etwa ist ein Beispiel dafür, wie groß ihr zurückgebrachter Reichtum geworden ist. Schlangen und Krokodil heute im Aarauer Naturhistorischen Museum zeugen vom Interesse der Schweizer Handelsleute an der außereuropäischen Tier- und Pflanzenwelt. Bei diesem leicht zerzausten, ausgestopften Vogel handelt es sich um einen sogenannten Maskentyrann. Ein Exponat, das wir als Leihgabe des Naturamas des Aargauer Naturkundemuseums zeigen. Das Präparat steht dabei stellvertretend für eine Sammlung mehrerer hundert exotischer Vögel, die Edwin Freibolle, einer der wichtigen Protagonisten von Denise Bertschis Recherche, bei seiner Rückkehr 1867 aus Brasilien nach Aarau brachte und hier der Naturforschenden Gesellschaft vermachte. In den Depots im Dachstock des Naturamas hat Denise Bertschi diese Sammlung ausfindig gemacht und damit gearbeitet. Die roten Stoffe in der Installation Toning Brasilin sind mit Brasilholz gefärbt. Der Farbstoff ist Zeuge davon, wie global vernetzte Handel und auch die naturwissenschaftliche Forschung in der Schweiz waren. Was hat das mit Aarau zu tun? Der Chemieprofessor Pompeius Bolle, Mitgründer der heutigen ETH, der durch seinen Aarauer Schwiegervater Edwin Frei Bolle tief ins Brasiliengeschäft verwickelt war, forschte und publizierte über Brasilien. Einer seiner Artikel wurde hier auf die Textilien gedruckt.
Die kolorierten Fotoplatten stammen aus dem Nachlass von Hermann Kummler, der auf seinen Handelsreisen in Brasilien eine Fotoausrüstung auf dem neuesten Stand der Technik dabei hatte. Die fotochemische Fabrik seines Aarauer Onkels Frey und Co., in der sich später die Chocola Frey niederließ, war zunächst die Produktionsstätte für fotografische Ausrüstungen wissenschaftlicher Expeditionen. Wir sehen Selbstporträts von Kummler, etwa auf der Jagd, gegenübergestellt, Ausschnitte aus Fotografien von Afro-Brasilianerinnen in bunten Gewändern, die aus heutiger Sicht als exotisierende Inszenierungen eher befremden. Die Zeichnung einer Riesenschlange, der Boa Constrictor, in der Länge von 5 bis 6 Metern. Die Schlange lag wie leblos am Boden und ungefähr in der Mitte war eine große Verdickung des Körpers. Ich überlegte, ob ich schießen oder der Schlange den Kopf mit der Fassa abhauen sollte, um nachher die Haut des Körpers abzuziehen und mit heimzunehmen. Die Videoarbeit Hunting Home ist quasi das Herzstück der Ausstellung. Hier bündelt Denis Bertsch ihre Recherchen und verwebt sie zu einer neuen Erzählung in Form einer Tonbildcollage. Auffallend sind etwa die abtastenden Kamerafahrten und eine konstante Nahsicht, die eine eigene Erzählung in der Erzählung generiert. Plötzlich ging die Tür auf und ein Mann rief seiner Marie: «Danke mal, der Köbi hat schon gekotzt.» Seine Frau sagte ihm doch, stille zu sein, aber er meinte: «Aber unser Schweizerdeutsch versteht ja niemand.» Diese auf der Ebene des Bildes geschaffene Erzählung steht im Kontrast zur Tonspur, die uns mit den Erinnerungen zweier Brasilienreisender in der Geschichte zurückgehen lässt. Deren Erzählungen wiederum machen die westliche und privilegierte Sicht der Aarauerinnen und Aarauer auf das Leben in der Ferne deutlich.